Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite ein wunderschönes, frohes neues Jahr. Glück, Gesundheit und Liebe und was man sonst noch dafür braucht. Und all denjenigen, die zu den 23,6% der Hirschberger gehören, die die FDP und mich gewählt haben, ganz herzlichen Dank auch dafür. Bei den wenig Andersgläubigen, die vielleicht dann auch noch unter Ihnen sind, kann ich sagen, schauen Sie sich um, gucken Sie nach links, nach rechts, nach vorn und hinten. Sie werden feststellen, die sehen alle gar nicht so unglücklich aus, es hat offenkundig nicht wehgetan. Probieren Sie es beim nächsten Mal doch auch einfach. Wir sind hier in Hirschberg, ja, Herr Westmann und ich schon mittlerweile ein eingespieltes Team mit den klebrigen Fingern, die man ausstrecken muss auf die Autobahn, wenn auf dem Weg nach Norden die liberale Prominenz die Landeshauptstadt wieder verlässt. Und ich kann Ihnen versichern, dass ich vom Willen beseelt bin, dass zumindest im nächsten Jahr wenigstens ein Bundesminister auch wieder hier ist. Vor einem Jahr haben wir hier in Hirschberg eine, unmittelbar südlich der Landesgrenze von Hessen, eine 10-monatige Wahlkampagne gestartet mit 15 Wahlen bundesweit. 10 Monate, ein Wahlkampf nach dem anderen, beginnend in Hessen bei der Landtagswahl und beendet mit der Bundestagswahl am 27. September. Und in dieser Zeit haben wir Liberale nicht nur regen Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern gehabt und unsere Inhalte versucht zu vermitteln, sondern wir haben auch Erfolge gehabt, weil die Bürgerinnen und Bürger uns ernst genommen haben mit dem, was wir für richtig halten und gesagt haben, für sie ist das die richtige Entscheidung. Und deswegen haben die Menschen ihre Wahlentscheidung bewusst getroffen und wir haben einen klaren Auftrag bekommen. Wir sind in diesen 10 Monaten in Hessen, Sachsen und im Saarland wieder in die Landesregierung eingezogen. Wir sind in Thüringen und in Brandenburg neu wieder in die Landtage eingezogen. Wir haben die größte liberale Gruppe im Europäischen Parlament gewinnen können, die es jemals gegeben hat. Und bei den Kommunalwahlen in den verschiedenen Ländern, auch hier in Baden-Württemberg, sehen Sie alleine, wenn Sie sich in Hirschberg umgucken, wie sich die Situation verändert hat durch neue liberale Gemeinde- und Kreisräte oder Stadträte, je nachdem, wie es strukturiert ist. Und im Deutschen Bundestag haben wir es geschafft, die Große Koalition abzulösen durch eine Regierung der Mitte mit 93 Bundestagsabgeordneten, einer Größenordnung, die es in der Geschichte der FDP noch nie gegeben hat, und mit 5 Bundesministern. Ich glaube, das ist ein sehr erfolgreiches Jahr. Kombiniert wurde diese Erfolgsreihe, die wir hingelegt haben, durch weiteren Zuspruch seitens der Bürgerinnen und Bürger. Im vergangenen Jahr sind 7.000 Menschen netto zusätzlich neu in die FDP eingetreten, einfach weil sie gemerkt haben, dass man seine eigenen Dinge politisch auch mit in die Hand nehmen muss und mitentscheiden können muss und dass man mit dafür sorgen muss, dass die richtigen Positionen auch umgesetzt werden in innerparteilichen Debatten, damit sie hinterher Gesetzescharakter für die ganze Republik kriegen können. Und ich freue mich, dass jetzt meine neu gewählte Bundestagskollegin, Frau Dr. Birgit Reinemund aus Mannheim, hier auch eingetroffen ist. Es tut gut, in der Kurpfalz nicht mehr ganz alleine für die Liberalen im Bundestag zu sein.